Komm mit, mein Kopf. Komm her. Ich nenne ihn Peter. Kann ja immer mal sein, dass man einfach mal so den Kopf verliert. Warum auch immer. Immer gut, Ersatzköpfe dabei zu haben. It's time. It is time to make a change. La la la, don't take it easy. Nimm die Batterie und stopf sie in das Loch. Sie fällt wieder raus. Was ist das für ein Scheiß? Ich nehm sie wieder auf und stopf sie wieder rein. Doch sie fällt wieder raus. Nein, vielleicht auch nicht. Batterie, was soll der Scheiß? Kannst du nicht einfach tun, was ich will? Warum kannst du mir nicht gehorchen und in das verdammte Loch reingehen? Holy shit, sie hat's getan. Es funktioniert, was tue ich jetzt? Die Tür, sie ist verschlossen. Muss ich etwa den Fahrstuhl nehmen? Es scheint so, es scheint so. Der Fahrstuhl trägt mich nach oben. Ich bin oben, auf diesem Gang. Da kommen Aliens, überall. Wollt ihr mich etwa schon wieder essen? Stellt doch mal auf eine Diät um. Esst vielleicht etwas Obst oder auch Gemüse. Ist das nicht viel gesünder? Würdet ihr mir da nicht zustimmen? Mensch, Aliens, überlegt doch mal. Es ist doch voll nicht nett, Menschen zu essen. Speichern! Dead Space, das Musical. Demnächst auch in einer dunklen, schäbigen Bar in ihrer Nähe. What are you willing to give up? Your life for? Zero-G-Therapie. Auch ein bisschen Therapie ist nicht schlecht. Nehmen wir uns ein bisschen Therapie mit. Was? Hör auf zu labern! Luft, 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 Luft. Oh. Ich hab noch genug Luft, okay. Dann ist ja gut. Habe ich meine Anzugluft schon erweitert oder so? Ich weiß es gar nicht. Shit, ist das Ding riesig. Wow. Wow. Das mal ein Loch. Oh, na. Wie geht's? Hängst ein bisschen ab? Komm, ich hol die wieder rein. Da. Keine Ursache. Zero-G-Therapie. Auf der Ichiro-Bar kann man die Schwerkraft lokal steuern. Ihre Schwerkraftstiefel werden einspringen, wenn sie einen schwerelosen Bereich betreten. Okay, danke. You are about to enter the Zero-Gravity Therapy Room. Caution, please wait. Okay. Navigating a zero-G environment is dangerous. Only crew members wearing gravity boots should activate the gravity control panel and should use caution at all times. Patients should not enter unless accompanied by a CC medical officer. Oh shit. Hammond, ich hab da ein Problem. Mir fehlt der CC medical officer. Außerdem bin ich, glaube ich, nicht autorisiert. Verdammt. Gravity Panel Access. Radioactive. Hier gibt es Radioaktivitäten. Oder vielleicht auch nicht. Ein bisschen Radio wäre eigentlich nicht schlecht.
Warum hat der Anzug kein Radio? Das ist das, was diesem verdammten Anzug wirklich fehlt. Ein Radio. Und ein Raketenwerfer. Gib mir mal hier ein bisschen Privatplatz, ja. Komm, kannst woanders chillen. Was ist das denn da? Keine Ahnung. Da ist eine Batterie. Kommen wir nicht ran. Okay. Dann aktivieren wir doch mal das Zero-G. Zero-G. Das klingt wie irgendein Medikament. Sowas wie Aspirin. Zero-G. Kopfschmerzen? Gibt's da nicht auch etwas von Zero-G? Aber sicher doch. Schlagen Sie einfach Ihren Arzt oder Apotheker. Was wollen wir jetzt machen? Ach, wir brauchen hier die Bats. Die Bats. Die Fledermäuse. Was, wofür ist denn die andere Batterie? Warum fliegen hier so viele Batterien rum? Und was sind all diese Geräusche? Das gefällt mir gar nicht. So, ich verlasse dann mal wieder Zero-G. Verlassen der Schwerelosigkeit. Oder sowas. Haben wir hierfür noch Munition? Nee, haben wir nicht. Ach so, das Inventar ist schon wieder voll. Was für wichtige Dinge schmeißen wir diesmal raus? Ach, da unten haben wir noch ein Magazin. Das können wir wegschmeißen. Das ist nur noch ein Schuss. Das war die falsche Taste. Entfernen, genau. Dann nehmen wir uns stattdessen das hier mit. Und tun nicht das. Schlagen nicht wie verrückt um uns, sondern laden stattdessen den Flammenwerfer auf. So, so sieht also ein Schokpad aus. Das wollte ich noch gar nicht aufnehmen. Sie haben ein Schokpad. Na gut. Benutzen Sie das jetzt zusammen mit dem Termit, um die Barrikade hochzujagen. Okay, Hammond. Durch die Luftschächte. Seien Sie vorsichtig, Alter. Okay, warum flüstern wir? Ich glaube, die Viecher hören uns so oder so. Oh, shit. Das war's dann schon wieder mit der Munition. Hey, geh weg. Stirb. Komm einfach mal. Ich kann auch springen. Ha, was sagst du dazu? Du bist nicht der Einzige, der hier wild durch die Gegend springen kann. Oh shit. Was ist denn das? Schmeckt's! Ich hoffe, es mundet dir. Ich hoffe, du stehst auf den Geschmack von Explosionen am Morgen. Offline, na sowas. Ist, glaube ich, auch egal. Gehen wir hier einfach wieder raus. Ende der Schwerelosigkeit. Yay. Ein Schritt war. Ach shit, da war ja was. Da war ja so ein Vakuum. Ah, nö. Biss dich. Im Weltraum kann dich niemand sterben hören. Nicht wahr? Na komm. Ende des Vakuums. Ende des Vakuums. Forschungslabor, da können wir nicht rein, okay. Dann zurück zur bildgebenden Diagnostik. Speichern wir lieber erstmal. Lieber doppelt und zehnfach speichern. Man kann ja nie wissen. Helf. Etwas mehr Gesundheit. Hallo?
Infidels! Haha, ich seh dich. Ich öffne schon mal für dich. Noch einen, weil es Glück bringt. Glaube ich. Sage ich jetzt einfach. Wenn ich das sage, dann ist das auch so. Komm her. Komm her! Nein, nicht dein Bein. Nicht dein Bein. Nicht dein Kopf. Nicht dein Bein. Yes. Jetzt geh zurück nach Hause. Oder auch nicht. Aber dafür nehme ich mir jetzt deinen Kopf als Souvenir mit. Was wo? Ah nö. Warte Kopf, ich muss dich kurz absetzen. Tot, sowas von. Komm mit, mein Kopf. Komm her. Ich nenne ihn Peter. Kann ja immer mal sein, dass man einfach mal so den Kopf verliert. Warum auch immer. Immer gut, Ersatzköpfe dabei zu haben. So, komm mit, Peter. Wir gehen auf ein magisches Abenteuer. Nur Peter und ich. Im toten Weltraum. Ah, nur, oh Gott, was zur Hölle. Ich shit. Oh Gott. Was zur Hölle? Was zur Hölle war das? Oh Gott. Tja, so leicht kann man sterben. Aber dafür hatten wir unseren Ersatzkopf. Genau dafür. Wo ist mein Kopf hin? Oh Gott. Ihr seid ganz miese Viecher. Ihr geht mal alle ganz schnell weg hier. Ihr geht mal alle ganz schnell weg. Öffne die Tür, öffne die Tür, öffne die Tür, öffne die Tür. Nein. Verdammt noch. Wie viele sind denn da von euch? Geht nach Hause. Spielt mit wem anders. Oh shit. Vergessen nachzuladen. Ich glaube fast der Flammenwerfer ist um einiges effektiver als die Plasmakanone gegen die Viecher. Ah, komm her, dich habe ich doch auch noch gesehen. Grillen wir dich auch noch. Gott. Was waren das für Viecher? Es wird ja immer besser hier. Ich hätte mir einen anderen Job suchen sollen. Irgendwas Ruhiges wie Hebamme oder Hausmeister. Jedenfalls besser als Alien-Zermetzler. Evacuate this area immediately. Hero Jelly. It works! Ganzen Fliegen hier schon wieder. Speichern, dann don din din. Speichern wir dann hier auch doch nochmal, wollte ich eigentlich sagen. Diddlidai und diddlido. Lebenserhaltung. Oh. So, jetzt müssen wir das Ding sprengen. Termitbombe, ganz genau. Ja, das war das war schlau. Zünd das Ding einfach 20 cm entfernt von deinem verdammten Gesicht. Verdammt schlau. Verdammt schlau. Das heißt, wir können jetzt hier einfach reinmarschieren. Sowas von. Okay.
Okay. Hoffen wir, hat sie sich nicht in irgendein Geheimversteck gesteckt. So wie einige Leute Drogen schmuggeln. Zettel ins Kondom und dann ab in den Hintern damit. Das hoffe ich nicht. Ich würde ungern der toten Leiche des Captains da hinten rumfummeln. Speichern wir doch glatt nochmal, wo wir es jetzt gemacht haben. Und dann würde ich sagen, so weit, so gut. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch vielleicht ein Like da oder einen Kommentar. Ich lese das alles. Sagt mir doch, was ihr davon haltet, von dem Spiel. Und so, dann in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao! Show your little light, twinkle.